Was ist los? Und Onigiri traut sich trotzdem nicht nach vorne. Hey, du hast da Dreck am Hintern, Onigiri. Ernsthaft. Und du? Du guckst doof. Dein Talent. Was macht ihr hier? Essen suchen. Sucht ihr Essen? Ja, dann wollen wir euch heute auch mal was gönnen. Dann ab nach vorne und das nächste Türchen öffnen. Guck mal, da kommt sogar die Kackpatze raus. Vorsicht, Sarah, du musst dich beeilen. Nimm schnell das nächste Tütchen. Sonst macht sich Betty vor, deine Füße zu schaffen. Okay. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Okay. Oder vielleicht ist es auch Marshmallow. Wir sind uns da nicht so sicher. Oder ist es Salt? Die kann nicht genug mit Süßigkeiten haben. Niemals. Guck mal, da kommen die Raubtiere raus. Wie eine Fütterung, ey. Und eins flüchtet rein. Der ist schon eingefangen. Schmeißt du da gerade Kacke rein? Onigiri ist sichtlich verwirrt. Hey, was soll das? Wo ist das Essen, ey? Wie doof ist das denn? Die schmeißt ja einfach Kacke rein, Mann. Das ist ja voll unfair, ey. Da haben wir das neue Meerschweinchen geholt. Guck mal, das ging einfach, wa? Ich kann das auch, ich kann das auch. Und da ist ein Semmel drin. Willst du rauskommen? Semmel, es gibt Essen! Du musst nur rauskommen. Ja, denn wir haben das... Siebte Türchen! Siebte Türchen und ein Semmel-Merch. Aha, ja, ich muss noch eine Runde singen und du fällst fast um. Aha. Hoffentlich bricht der Hängematte nicht ein. Gut, dass da kein Meerschweinchen drunter ist. Ja, das ja. ist massives Holz. Das solltet aushalten. Möchtest du rauskommen? Es gibt jetzt Essen. Du, ich weiß, die Tradition kennst du noch nicht. Aber nom nom. Nein, ihr kriegt jetzt mal nichts. Seid woanders neugierig. Jetzt sind die anderen dran. Hab ich gehört, es gibt jemand was zu essen? Nein, ihr nicht. Ist doch nicht wahr. Soll ich jetzt rauskommen? Oder nicht? Gibt es Essen? Ich weiß es nicht. Nein, es gibt Essen. Ich gehe wieder rein. Wir werden halt nicht... Oh. Oh, der Kommentar, der ist jetzt irgendwie ganz da drunter. Natürlich, hast du gut gemacht. Was ist denn das überhaupt? Lass mich mal gucken. Das sieht mir nach Haselnussblätter aus, ja. Okay, hat hier jemand Haselnussblätter gesagt? Da muss ich mich mal schnell weiter in meinem Gestrüpp vergraben. Aha, du sollst rauskommen und essen. Guck mal, essen. Nom, nom, nom. Du bist ja auch schon wieder draußen. Möchtest du jetzt weiter rauskommen? Semmel, Vorsicht, er frisst den Kommentar auf. Da musst du aufpassen. Los, was los? Geh zu deinem Männer, zu deinem Neuen. Ab. Oder geh essen. Eins von beiden. Das ist mir eigentlich relativ egal. Hallo. Okay. Denn dann lauft halt beide nach hinten. Das ist natürlich anscheinend auch viel interessanter als Essen gerade. Aber das macht uns überhaupt nichts. Ihr kommt schon wieder nach vorne. Jedes Meerschweinchen kann man mit Essen catchen. Huh, wo ist mein Haus hin? Was soll das? Erstmal meckern. Ja, ich würde auch meckern, wenn mir jemand das Haus wegnimmt. Es tut mir sehr leid. Guck mal, da sind die ganzen eifersüchtigen Meerschweinchen. Die würden das gerne essen. Guck mal hier, ich beweise das. Da ist Essen. Und wer kommt direkt angerannt? Gar keiner. Das ist ja ein toller Vorführeffekt. Ihr seid ja doof. Onigiri, guck nicht immer nur interessiert. Nimm dir auch mal was. Hallo Semmel. Geht's dir gut? Wie geht's mit deiner neuen Freundin? Ist da alles in Ordnung? Möchtest du was essen? Ja, nein, vielleicht. Ich weiß nicht. Oder auch nicht. Aber schnell unter die Heizung. Ja, die Heizung ist im Winter auch definitiv das Beste. So, dann würde ich sagen, lese mal den Kommentar vor. Oh, genau, den hätte ich schon wieder was vergessen. Von Fräulein Sarah. Ich schaue eure Videos gefühlt von Anfang an. Seit Chan und so. Total gern, auch weil sie mich sehr beruhigen. Ich leide unter Panikattacken und die Miris beruhigen mich ungemein. Danke. Panikattacken? Wow. Ja, dann würde ich sagen... ASMR-Videos, ja. Vor allen Dingen das mit den Meerschweinchen. Ich glaube, das beruhigt dann wirklich ziemlich sehr. Dann wünschen wir dir gute Besserung, dass das nicht so oft auftritt und... mehr Meerschweinchen-Videos gucken. Mehr Meerschweinchen-Videos gucken. Okay, perfekt. Nimmst du jetzt auf? Mhm. Okay, den haut rein, komm. Also ihr dürft, ne? Das ist bestimmt super lecker. Und gerade für dich
dir tut das gut. Du musst ein bisschen mehr essen. Durch die Krankheit letztens wäre es nicht schlecht, wenn du zunimmst. Ich kann dir das auch auf den Kopf legen. Ich kann dir das auch auf den Kopf legen. Und jetzt seht ihr beide wunderschön aus. Verwirrt und schön. Da, guten Hunger. Magst du das nicht? Ernsthaft? Es liegt perfekt auf ihrem Kopf. Jetzt ja. Fällt's runter. Nein! Mein Gott, ey. Nehmt euch doch ein Zimmer. Aber nicht meins. Dann bemühe ich mich mal nach oben. Dann machen wir das anders. Dann kriegen das halt diese Sackfalten. Gebt mal ganz kurz. Da, haut rein. Ihr wartet da wahrscheinlich schon die ganze Zeit drauf. Ohne allen schmeckt das nicht. Es kann natürlich auch daran liegen, dass das irgendwie allen nicht schmeckt. Denn sind Haselnussblätter wahrscheinlich ein Reinfall gewesen. Wir sind uns aber noch nicht ziemlich sicher. Was hier? Bist du auf Erkundungstour? Du kannst da reingehen. Du musst nicht draufsteigen. Ach, das checkst du auch noch. Und Petitfour hat irgendwie mehr Interesse an dem Napf, als an dem, was drin ist. Das ist sehr verwirrend. Mal probieren. Gerochen? Nee, ist nicht so gut. Okay. Mögen eure das? Ich habe keine Ahnung. Da kannst du mal wieder sehen. Der Napf scheint ja echt gut zu riechen. Die neue ist auf Erkundungstour. Hallo. Socken. Eine Tüte. Mist. Ah ne, ich dachte, jetzt läuft sie zurück. Du, da ist das Spielfeld zu Ende. Das checkt sie noch nicht. Ja, damit du das schön auf die Knochen bekommst. Ne? Du musst dicker werden. Weil ich mag Meerschweinchen, wenn sie ein bisschen dicker sind. Aber nicht zu dick. Ich meine, selbst zu dick sind die super knuffig und niedlich. Aber irgendwann sind sie auch zu dick. Ne? Ist dann auch nicht gesund. Hey, komm her. Puff. Es gibt Essen. Du darfst rauskommen. Ich würde dich ja locken. Was magst du? Magst du das? Nein? Okay. Dann versuchen wir es halt mit Rote Beete. Rote Beete? Auch nicht so dein Fall. Denn hast du halt Pech. Letzte Chance, Fenchel. Nee? Fenchel ist gut? Weiß er noch nicht. Ich will mir mein eigenes Essen raussuchen. Ja, dann komm doch nach vorne und nimm dein eigenes Essen raus. Das stört mich doch nicht. Dann film halt ihn. Er frisst, da ist alles gut. Semmel, sag danke für das siebte Türchen, auch wenn du es nicht gegessen hast. Willst du dich auch nochmal für das siebte Türchen bedanken? Auch wenn du es nicht gegessen hast? Aha. Ich will lieber abhauen. Alles klar. Ah, die sind hoffnungslos heute. Aber eine freudige Nachricht. Onigiri guckt wieder mega sauer. Aber das liegt an ihrem Fell. Sieht total bescheuert aus. Aber anscheinend kommen Haselnussblätter doch mehr an, als ich dachte. Dann ist ja gut. Ihr kratzt dich. Nicht abkratzen. Haha, witzig, witzig. Und dann würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, Daumen rauf, guckt durch die Playlist durch, guckt das neueste Dimeri-Videos und so weiter und so fort. Ihr findet, das war nicht nett. Das war wirklich nicht nett, Crumble. Und an dieser Stelle würde ich einfach mal sagen, man hört und stört sich. Und ihr beiden Pappnasen, esst gefälligst noch was. Das ist sehr, sehr wichtig. Du bist eigentlich vollkommen okay. Das passt. Aber du musst mehr essen. Tschüss, du Pappnase. Bis dann. Okay. Ja gut. Zieh mal schnell raus. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Hey, raus da. Uff. Im siebten Türchen waren Meerschweinchen. Oh nein. Und was ist mit dir los? Da guckst du einmal nicht hin, weißt du? Hammer. Ja, dann nein. Schnell wieder auf Erkundungstour. Hoffnungsloses Viehzeug. Die darfst du nicht lang. Genau. Mecker sie an. Du sollst nicht in Tüten gehen. Was habe ich dir gerade gesagt? Du sollst da nicht rüber. Ich glaube, sie will ins Schlafzimmer. Willst du ins Schlafzimmer? Das darfst du. Das ist mir egal. Alles ist interessant hier, ne? Ist alles interessant? Okay, alles ist interessant. Schnell zu Semmel. Buddel, buddel. Und jetzt pennst du. Gute Nacht. Oder tschüss. Oder was auch immer. Nicht? Doch nicht? Okay. Doch lieber mehr Chaos als alles andere. Doch lieber raus. Ja, okay. Was auch immer. Du mach einfach.
Sie ist voll radisch. Und er hat keinen Bock. Und da liegt eine Menge Kacke rum, Alter.